Hallo, hier ist Astro Becker und ich versuche kurz den kommenden Neumond im Wassermann für euch zu besprechen. Das ist der Neumond vom 21.01.2023 um ca. 22 Uhr in Deutschland. Und kurz ist fast nicht möglich, weil er so weit umspannend zu sein scheint. Es ist ein Zukunftsneumond. Also einerseits ist der Übergang von Steinbock zu Wassermann, auf dem wir uns gerade befinden, denn der Neumond ist auf einem Grad im Wassermann liegt der. Das heißt, wir haben es gerade mit dem Übergang zu tun von Steinbock zu Wassermann und den kann man kategorisieren, wenn man einen Gegensatz zwischen Steinbock und Wassermann aufmachen möchte, dann kann man das sehr gut beschreiben, dass Steinbock eher das Vergangene beschreibt und Wassermann eher das Zukünftige. Und außerdem haben wir gerade noch eine Zeit erwischt, sozusagen, die diesen ganzen Neumond, also die nächsten 4 Wochen, umfasst, wo kein Planet rückläufig sein wird. Wir haben ja das Jahr angefangen mit Merkur und mit Mars rückläufig und Uranus auch, sodass also die ersten Wochen des Jahres sich eben etwas zurückgewandter angefühlt haben können. Also eben mit den Themen, die noch aufgearbeitet werden mussten. Es musste erst noch eine Verteidigungsministerin rausgeschmissen werden und so weiter. Aber jetzt, also das heißt mit diesem Wochenende, sozusagen hat man bis Ende April keine rückläufigen Planeten mehr. Also das heißt potenziell sind gute Entscheidungen für die Zukunft besser zu treffen, wenn es keine rückläufigen Planeten gibt. So, weil man einfach alle beisammen hat, weil man eben alle Kräfte in die Zukunft nach vorne gerichtet hat. Außerdem ist dieser Punkt, wo der Neumond stattfindet, auch noch der Punkt, wo die große Konjunktion von Saturn und Jupiter stattgefunden hat am Ende von 2020. Und Saturn und Jupiter, dieser Zyklus, der dauert 20 Jahre, sodass wir also jetzt mit diesem Neumond in das hineinfühlen können, was eben für die nächsten 20 Jahre das große Thema sein wird. Und bei Wassermann hat man es mit der höchsten Abstraktionsform zu tun. Wassermann ist ein Luftzeichen, ist ein fixes Luftzeichen. Das heißt, das Grundanliegen von Wassermann ist, Worte festzuhalten, Gedanken sozusagen in eine richtige Ordnung zu bringen, damit sie festliegen können. Also das Wesen Computerprogramm, Algorithmus ist etwas, was sehr gut im Wassermann-Thema passt, weil man einfach sozusagen Gedanken festhalten will, Philosophien auch, also das heißt Worte, die man in Stein meißeln kann, Merksätze und so etwas, das fällt darunter, wenn man sich denkt, Luft sind immer Gedanken und fix heißt, ich möchte es festhalten. Die Planung der Zukunft, wahrscheinlich ein großes Motto. Und wenn man sich dann die Frage stellt, wie machen wir das denn? Also was ist der Auftrag dieses Neumondes? Da sehen wir, dass alle Planeten sich in der rechten Horoskophälfte sich befinden, mit einem Jungfrau-Aszendenten. Und dass in der rechten Horoskophälfte alle Energien gebündelt sind, bedeutet, geh raus und spiel. Geh spielen und probier die neuen Theorien aus. Spielen hole ich auch daher, dass die Sonne und der Mond im fünften Haus zu liegen kommen, also der Neumond, das Feld, in dem dieser Neumond spielen möchte, wo die neuen Wurzeln in die Erde gelegt werden wollen oder der neue Samen, das ist das Spielfeld des Ego, des sozusagen, ich probiere mich aus, ich möchte spielen und wissen, wer ich bin aufgrund von Erlebnis, also sozusagen Erlebnishunger ist das Thema des fünften Hauses auch unter anderem. Und eben halt alles auf das Du bezogen, also es ist jetzt, also die nächsten 4 Wochen, wenn man so möchte, so kann man mit sich selber zu Hause nichts anfangen, sondern eben gehe raus auf die Straße, mach Begegnungen. Und an der Stelle sieht man in diesem Horoskop eben, die Begegnungen werden sozusagen ätherisch sein. Also das heißt, ich begegne Visionen. Das bedeutet eben auch, es lohnt sich, seine Spöken
Kickereien nach außen zu geben. Also das heißt, wenn ich mir was Neues von der Zukunft, also das Wassermännische, erdacht habe, dann lohnt es sich, das in eine Präsentation zu packen und das dann erst einmal auf eine Kinoleinwand zu projizieren. Also Neptun ist das Projizieren oder kann auch das Projizieren und die Bilderwelt sein. Das heißt also, gräme dich nicht, wenn du rausgehst und versuchst, eben einen Partner anzufassen, dass das nicht gut klappt, sondern eben halt der Partneraspekt, das siebte Haus, also genau auf der rechten Seite, da steht der Neptun. Und das bedeutet, wenn man da anfassen möchte, dann sozusagen merkt man, dass man nur virtuell unterwegs ist und eigentlich gar nichts anfassen kann. Aber eben diese Virtualität ist ja sozusagen unter Umständen eben auch sehr wertvoll, denn nach meiner Meinung ruft dieses Horoskop eben auch auf, zu analysieren, also so etwas wie Computersimulationen durchzuspielen, also die Zukunft vorzuahnen und damit etwas zu machen und damit dann eben entweder eine neue Bilderwelt zu erschaffen. Man muss jetzt nicht in Avatar gehen. Geh raus und spiel mit deinen Visionen, ist das, was in diesem Horoskop angemahnt wird, und das Ganze auf analytische Art und Weise. Also das heißt, es ist sozusagen jetzt nicht alles einfach nur so, sondern eben aufgrund der Sachen, die man weiß. Also denn der Jungfrau-Aszendent, der ist ja eben sehr akribisch und sozusagen sehr eben nachhaltig, nachhaltend. Und deswegen ist der Merkur auch der Planet, der uns etwas darüber sagt, wie wir eben in diesen vier Wochen, wenn es ein Neumond-Horoskop ist, die Dinge am besten anpacken sollen. Und da ist analytisches Tun gefragt. Also das heißt, der Merkur ist ja in Steinbock, wie man sieht, ganz unten. Das heißt, eben hat auch einen emotionalen Anteil dabei, aber ist mit dem Quinkungs, also dem grünen Aspekt zu dem Mars verbunden. Und das Quinkungs ist eben auch ein analytischer, ein universitärer Aspekt sozusagen. Also beim Quinkungs, da weckt man ab einerseits, andererseits. Und der Mars ist eben auch gerade ganz gut da drin, sozusagen über die Kraft Bescheid zu wissen. Also Kraft ist Mars und in Zwillinge, da sozusagen will er analysieren oder analysiert werden oder es soll etwas gesagt werden über die Kraft. Und er hat ja jetzt gerade seine Rückläufigkeit hinter sich. Das heißt also, er hat eben all die Altlasten der Kraftausübung oder des sich Wehrens. Ne? So Mars ist ja auch das Schwert und eben also alles, was Zuhauen angeht, das ist unter Mars zu finden. Und an der Stelle war eben bis zum Ablauf der Rückläufigkeit eben große Analyse der vergangenen Gewalttaten, zum Beispiel der Fall. Und jetzt hat er eben seine Rückläufigkeit überwunden. Und also ich will damit sagen, die Informationen sind jetzt einfach da. So, also das heißt, man kann sehr gut analytisch über das Vergangene sinnieren und eine neue Zukunft daraus erdenken. Das ist dann eben auch noch wieder was, also das, was da analysiert wird, ist wahrscheinlich unter Umständen nicht immer ganz hübsch. Also das nehme ich einerseits aus der Sache, dass sowohl Sonne als auch Mond eben gerade eben über Pluto rüber mussten. Na, Pluto hat ja seine letzten Grade im Steinbock zu absolvieren, bevor er dann im Frühling auch in den Wassermann wechselt. Und das bedeutet, also das ist auch ein großer Timeshift, also und das bedeutet, dass dieser Neumond eben auch auf das, sozusagen, was uns der neue Pluto-Zyklus, der auch 20 Jahre in eben Wassermann sein wird, bietet. Darauf ist dieser Neumond eben auch eine Vorschau sozusagen. Und weil Mond und Sonne eben gerade eben über Pluto rüber sind, also eine Konjunktion zu Pluto hatten, und Pluto sind nun mal auch die Untiefen der Gewaltausübung. Also das heißt, man schaut da sehr tief in die Tiefen seiner Kräfte hinein und eben auch in alles, was
früher mal zerstört wurde und eben sozusagen auch, ja, die höchsten Kraftquellen, die wir haben, haben immer irgendwas mit Zerstörung zu tun. Also die Frage, ob man Kohle aus der Erde holen muss, ist eben zum Beispiel auch so eine Pluto-Frage. So, also das heißt, dieser Neumond hat gerade, also das Erlebnis von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, in den anfassbaren Sphären, also in Steinbock hinter sich, und ist jetzt im Wassermann aufgerufen zu sagen, was machen wir denn damit? So, und das ist eben gut möglich. Und das ist gut möglich dadurch, dass man sagt, aha, wir haben jetzt diese ganzen Erfahrungen gesammelt, und damit können wir jetzt in die Zukunft projizieren. Wir können jetzt Computersimulationen laufen lassen und gucken, was für Entscheidungen wir daraufhin treffen wollen. Dass die Entscheidungen, die es zu treffen gilt, eben sozusagen so wie ins Wohlwollen führen, das ziehe ich daraus, dass eben nach dem Neptun im siebten Haus dann eben auch gleich der Jupiter winkt, der Jupiter im im Widder sozusagen sind die guten Taten, die Taten, die zu Expansion führen. Und eben mit diesem Jupiter hat dieser Neumond auch eine Sextilverbindung. Das ist eine offene Tür, ne, sozusagen. Also die neuen Pläne, die da im Herzen mit emotionalem Anteil erdacht werden wollen. Also haben Kräfte, eben in die Zukunft zu schauen und gute Dinge hervorzubringen. Und beim Thema Altlasten könnte man eben auch noch erwähnen, dass die gute Lilith genau gegenüber von dieser Neumondstellung residiert. Die ist ja gerade eben in den Löwen gegangen. Und ja, bei Lilith haben wir es auch immer mit großen Kräften zu tun. Also die weibliche Form, wenn man so möchte, von Pluto, sozusagen, wo es auch, ja, gut hinzugucken gilt und wo eventuell eben auch frühere Leichen aus dem Keller zu holen sind oder so. Und Lilith ist eben immer so ein Punkt, wo man wirklich genau hingucken muss, sonst kann man sozusagen Schindluder treiben oder eben man kann sich der gesamten Kraft berauben, die Lilith bedeutet, wenn man sie nicht wirklich erkennt in ihrer Größe. So. Und eben im Lilith in Löwenfalle, da sozusagen haben wir eben unsere ganz speziellen Ego-Anteile, also die Dinge, für die nur wir auf die Erde gekommen sind, die kein anderer machen kann, sind sozusagen als Opposition gegen den Neumond die größte Kraftquelle für das, was ich abstrahieren möchte. Also das ist ja der große Unterschied zwischen Löwe und Wassermann. Deswegen liegen die einander gegenüber. Was Abstraktion bedeutet, das kann man am besten daran feststellen, dass in der Wassermannzeit eben auch immer der Karneval ist. Und Karneval bedeutet, sich von sich selber zu abstrahieren. Haha, ich ziehe mir eine Maske auf, ich bin gar nicht ich selbst, wäre das Credo von Wassermann. Eben einfach, weil abstrahiert wird, ich bin nicht ich selbst. Und Löwe wäre der Punkt, wo man sich am meisten identifiziert, wo man sagt, ich bin einfach so und das muss so sein. So, und eben diese Heftigkeit, also mit der diese Ego-Themen jetzt gerade gespielt werden, die bereitet uns Lilith vor. So. Und das sind die Kräfte, die man einsetzen kann. Also das heißt eben, wenn du diese, sag mal, Ego-Spezialitäten, die du ins Leben bringst, mit in die Computersimulation einspielst und nicht eben sagst, oh, lass doch mal das Ego draußen, sondern eben sagst, nein, das Ego ist total wichtig. Ich sozusagen, ich muss ja wissen, wer ich bin in diesem ganzen Spiel. Glaube ich, dann geht es ganz gut, damit rumzuspielen und damit sozusagen das Neue zu schaffen, was dieser Neumond uns aufruft, ja, zu erdenken. So. Also das heißt, sei zufrieden damit, dass die neue Welt jetzt im Moment vielleicht nur virtuell nach draußen kommt, aber dass man eben schon viel erfassen kann, viel erdenken kann, viel in die Zukunft projizieren kann von dem, was da eben in den nächsten 20 Jahren kommen kann. Also das heißt, an diesem Wochenende kann man gut
sowohl Samen für die nächsten 20 Jahre legen, als auch nachfühlen, worum es denn in der gedanklicheren Welt geht. Also eben, wenn wir jetzt die stofflichere oder stofflicher geprägtere Welt eben ein kleines bisschen hinter uns lassen in den nächsten 20 Jahren. Ich wünsche euch eine schöne Planungs- und die Zukunft ins Werk stellen Zeit, die jetzt beginnt.